Booker, komm her. Was? Was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Dann machen wir das doch. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Oh Gott, was ein Teil. Oha. Alter. Nein! Ach ja. Das ist ja... Wo ist er? Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Elizabeth. Sind wir in Rapture? Wir sind in Rapture, oder was? Was ist das hier? Elizabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Ja, das frage ich mich auch gerade. Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte... Gibt es hier eine Antwort? Weißt du? Hier runter! Aha! Das ist Rapture, meine Freunde! Das ist Rapture! Hierher, Booker! Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los? Krass. Elizabeth, was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Wisst ihr, dass das der Anfang ist von Bioshock 1? Nur mal so, damit ihr es wisst. Krass. Eine Vita-Chamber, ich glaub's ja nicht. Krass, wie cool ist das denn? Nur, dass wir von da gekommen sind, nicht von da. Ja, ich komme ja. Das werde ich vermutlich bereuen. Heftig. Heftig. Ja, willkommen eine in Rapture. Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Aber in dem Himmel, ja. Alter, sieht das geil aus. Wie cool. Das war's mit Rapture. Huch. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Hä? Tausende Türen? Das sind doch eigentlich nur Scharterne, oder nicht? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Ja, ja, ist in Ordnung. Das sieht geil aus hier. Hammer. Warte mal. Was gibt's denn hier noch? Nix. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Hä? Wie jetzt? Siehst du? Hä? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Aha. Das verstehe ich auch wieder nicht. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer...
Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Wir müssen retten, was... Konstante und Variable. Ja. Ich bin jetzt hier völlig mindfuckt, ehrlich. Hä? Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Hä? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Wie? Jetzt? Inwiefern? Ah ja. Was zum Teufel? Da lang, ja. Gut, dann hoch. Dann gehen wir mal da lang. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Einmal, ja, aber das war ganz am Anfang. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Gehen Sie weg! Weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Doch? Er war hier. Hä? Hier lang. Also jetzt hört sie aber langsamer auf. Also, ich blick... Jetzt ist ganz vorbei. Also jetzt check ich hier gar nichts mehr. Schulden? Sonst tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Ja, Mädchen gegen Schulden. Ja, so war das. Ne? Hast du gemacht. Aber das ist doch dieser Typ, der mit der Frau als kam, oder nicht? Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Hä? Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Hä? Nimm das Baby? Ungerne. Ist das ein süßer kleiner Fratz? Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Ah. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Aha. Hä?
Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was, komm? Das ist der Anfang, ja, aber... Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Oha. Ja, dann gehen wir mal, oder? Also, Jungs und Mädels, jetzt reicht's hier, ehrlich. Das ist ja ein absoluter Mindfuck. Von dem Baby habe ich ja gar nichts mitgekriegt. Hey, ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Geben Sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Was denn jetzt? Nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Was zum... Nein! Oha! Okay. Anna. Anna? Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum. Und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann. Und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Ich hätte nie... Verstehe ich nicht. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Hä? Und tilgen Sie die Schuld. Geben Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, die Kleine. Er reimt sich seine Gedanken. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Neue Erinnerungen aus seinem Alten. Tilgen Sie. Ja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Krass. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Okay, dann zum dritten Mal auf ein neues hier hoch. Gehen wir. Ich mach diesen Mistkerl platt. Ich werde... Also, nur mal, dass ich's zurückdingsen kann. Die da vorne, die Elizabeth, ist unsere Tochter. Das AD steht für Anna DeWitt, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Aber was ist da mit uns passiert? Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt! Bist du bereit? Was soll das? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Du bist... Hä? Du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren? Eben nicht. Du hast dich taufen lassen.
Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Komm, Stork. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Versteck ihn. Versteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Hä? Ja, wie jetzt? Hä? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Ja. Und jetzt? Hä? Das war jetzt das Spiel, oder was? Ja. Ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Das heißt, wir haben eine Schuld beglichen, die ganzen Typen, die uns entgegengekommen sind, das waren Erinnerungen, beziehungsweise Erinnerungen von damals, und jetzt sind wir tot. Okay, hier, ich schaue mir mein Let's Play selbst nochmal an und versuch's da mal zu verstehen. Vielleicht mache ich dazu noch irgendwann mal ein Video von wegen Let's Versteh Bioshock Infinite, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich versuche mich mal ein bisschen zu sammeln. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich von euch oder bei euch, dass ihr mir zugeschaut habt wieder bei dem wunderschönen Let's Play. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin zwar nicht schlauer als vorhin auch, aber naja, wie gesagt, ich guck mir mein Let's Play selbst nochmal an. Vielleicht kann ich ein paar Parallelen erkennen. Auf jeden Fall war's das mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und ja, wie gesagt, mal gucken, ob ich da noch so ein Let's Versteh Bioshock Infinite mache. Ich weiß es noch nicht. Ich muss erst mal gucken, ob ich es überhaupt danach noch verstehe. Also, in dem Sinne, ich sag's jetzt, glaube ich, zum dritten Mal nochmal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann kommt demnächst einfach ein neues Let's Play-Projekt. Wird wahrscheinlich schon direkt nach dem Part, nachdem ich den Part hier hochgeladen habe, ein, zwei Tage später kommen. Wie immer halt. Also, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Ne? Also, bis dann, dann macht's gut. Und ich versuche jetzt irgendwie mal auf diese Geschichte klarzukommen. Bis dann.